Ich würde sagen, wir landen am Haus des Todes, beziehungsweise an einem anderen Haus. Ja. Richtung Nordwesten. Richtung Nordwesten. So. Auto steht, glaube ich, nicht. Stimmt, da. Stimmt, stimmt. Also anderes Haus, weißes Haus meinst du, oder? Ja, wenn du da lang willst. Boah, da kommen schon ganz schön viele dort. Ja, ich bin schon am Haus des Todes. Aber es kann sein, dass die nicht dort landen. Die landen, glaube ich, auf dem... Oft gehen die weg zu dieser Base oder so. Oh, ich hab mega die fliegen alle zu dieser Base. Ja. Bin jetzt im Haus des Todes. Ich hab rausgefunden, ich hab mir das mal durchgelesen, dieser Motorradhelm hilft auch wirklich. Auch gelandet bei dir? Nicht, ne? Oh ja. Gott, direkt gleich. Am Damage Leben. Bekommen. So. Geh rein. Ja. Ach, musst du zwei Türen öffnen. So. Ach, du bist hinten rein. Ne? Nimm mal den Revolver mal. Ich habe noch nichts genommen bisher, weil war nichts Gutes dabei, fand ich. Nehmen wir die Piste hier. Ja, gerade hier musst du echt schauen, dass du... Ja, dass du schnell eine Waffe hast, aber ich habe mir Zeit gelassen. Ich höre ihn, achso, das bist du. Guter Helm, die Kiel für den Boxer, Orange Backpack. Falls ein Backpack wird, da liegt noch einer. Aber ein Billig Backpack. Passt. Ich hab ein Military schon. Sehr gehen wir los, oder? Geheime Base. Ja, ja. Richtung und dann gucken wir mal. Da wurde einer mit den Fäusten getötet. Wie bitter ist das? Kannst du dich voll verprügeln, ne? Ah ja, with fists, stimmt. Ah. Total geil. Letztens habe ich auch einen gesehen, der hat sich selber mit Fäusten getötet. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber. Und selber mit einer Waffe. Mhm. So, okay. Bist du hinter mir? Ja, ja. Gut. Vorhin hatte ich auch den Bug, den du ab und zu hast, dass man komplett so also, versteift ja. ist. Boah, das ist echt nervig. Ich konnte nicht springen, gar nichts. Ich habe aber drei Leute getötet. Das wäre auch total witzig, wenn die dich so sehen. Aber die reporten dich dann 100 pro. Mhm. Dann hatte ich ein Auto und dann stand man so quasi in dem Auto. So Das sah mega lustig aus. Als wäre man so der King der Welt und würde da so oben stehen. Dann war ich halt an der geheimen Base ganze Zeit und hab da ein bisschen gechillt. Mhm. Und dann kam aber jemand angefahren mit seinem Auto auf und hat mich da weggeholt. Das ging gar nicht. Richtiger Huren. Ey, Multigamer. Mann, Mann, Mann. Na, jetzt sind wir eh gleich da. Ja, erstmal sind wir ja gleich am Haus hier, ne? Ja. Dann kommt da noch eine Base. Müssen wir überall gucken, ob da noch was ist. Ob die da schon waren. Kann man immer ganz gut hier bei dem Haus sieht man das immer ganz gut am Wohnwagen. Wenn er draußen steht. Mhm. Weil wenn der schon angerührt ist, dann ja, ist dann der wahrscheinlich du gar nicht reingehen. Ne? Ja, dann ist es zu risky. Gucken wir mal. Wohnwagen ist noch zu. Können wir kurz rein? Ich gehe mal in den Wohnwagen. Hab eine AR gefunden. Nice. Sehr gut. Immer hinter den Kühlschränken mal gucken. Bei den Häusern ist mir aufgefallen. Diese umgefallenen Kühlschränke, da liegt so oft noch irgendwas rum. Ich hab ne Shotgun. Hier liegt noch eine Shotgun, komm mal rein. Nice, nice, nice. Komm mal rein. Hinter der Tür. Hier, links. Ah, passt. Thanks. Ja. Geh dann schon mal weiter. Jupp. Ich auch schon. Mach mal den Wohnwagen wieder zu, damit die denken, ach, hier war noch keiner. Mhm. Taktik, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Spieler verwirren und so weiter. Ich weg, zack. Moon werfe ich auch weg, tschüss. Brauche ich nicht mehr, hab AR und Shotgun. Ja. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Jetzt eine AK wäre noch nice. AK ist echt, ich finde die beste Waffe in diesem fucking Spiel. Die macht einfach so viel Damage, ne, wenn man trifft. Man muss halt auch treffen, was ich. Ich habe am liebsten die AR. Hier liegt noch eine AR, nimm dir die. Ich liebe die Genauigkeit der AR. So. Ach, steht. Ah, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Gar keine Frage. Aber, naja, ne. Ich habe letztens auch irgendwie mit der AK geschossen, nicht getroffen, dann habe ich mit der AR geschossen und ihn geholt. Ja. Da wurde ich dann sogar erst. Wobei mit der AK, Third Person und rechte Maustaste gedrückt halten während dem Schießen geht auch ganz gut. Hier liegt noch ein Ton Military Backpack drin. Geh schon mal Richtung geheime Base, damit wir da noch ankommen. Jo. Ja, ich gehe kurz vorbei und gute. Das passt. Ja, das geht eh. Also, da haben wir noch genug Zeit, dass wir nach links laufen. Naja, genau.
Dann könnten wir eigentlich so weit laufen, dass wir schaffen bis B2 zur Villa. Ja, könnten wir mal. Ein Auto holen. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Uiuiui. Das wäre nice, wenn wir das schaffen, weil die Villa ist noch safe. Das ist dieser schwarze Fleck da quasi, genau oben links, weißt du? Killed by Sniper. With AR-15. Warum hat er keine Sniper? Mann, ey. Der wird seinem Namen nicht gerecht. Ja, ja. Die Sniper hatte ich unter der Woche auch einmal. Das war nice. Hab ich sogar einen geholt. Bisschen lucky, aber gut. Ja, sehr gut. Mehr nicht, nur einen. Ja. So, ich gehe rechts rum. Passt, dann gehe ich links. Nimm die AR, die hier liegt. Du hast ja auch eine, ne? Ja. Hier liegt auch noch eine Shotgun. Du hast schon eine, ne? Ja, du hast. Ich habe schon eine, ja. Dann nehme ich nur die Moon. Ah, da ist auch eine AR mit Moon. Wahnsinn, was ist da heute los? Hier ist nichts Interessantes im Wohnraum. Gibt's hier noch? Kein First Aid Kit, okay. Nö, gar nichts. Dann gehen wir weiter zu B2. Einfach westlich laufen. Nicht, dass wir dann in die Dingslinie gleich geraten, das kann gefährlich werden. Ich weiß gar nicht wann, das war gestern oder so, oder heute? Heute bei der Top 1 Runde war das, glaube ich. Und da bin ich so mit dem Auto gefahren, ganz bequem. Und auf einmal kamen diese scheiß Bomben von oben. No. Und ich bin trotzdem Erster geworden, weil das Auto hat nur 12% Damage gehabt noch. Also das hatte nur noch 12%. Das ist dann... Reifen haben gebrannt, ich bin direkt ausgestiegen gelaufen. War mir dann egal, weißt du? Ja. Direkt raus aus dem Teil. Das ging gar nicht. Ich glaube, da hätte dich nur noch eine Kugel treffen müssen und das Ding wäre explodiert. Ja, so ungefähr. Bin direkt ausgestiegen, einfach gelaufen. Scheiß drauf. Ja, ich mach mal kurz was. Weil das habe ich in den Gewinnerrunden eigentlich auch immer gemacht. Schwarzes Gewinner-T-Shirt anziehen. Schwarzes Gewinner-T-Shirt. Ja. Ja, dann können wir nur gewinnen. Ja, deswegen. Das war so der Plan dahinter. Weil dann wird man nicht so gut gesehen natürlich, ne? Wenn man sowas Orangenes oder Weißes an hat teilweise, dann sieht dich ja jeder hin und kommt überall. 47 noch. Mal gespannt, was das für eine Safe Zone wird am Ende. Ja. Vorhin hatte ich eine, da war bei der ersten schon irgendwie 20 oder so. Oder 25. Das geht. Da dachte ich so, okay. Ich weiß gar nicht, war das die Gewinnerrunde oder war das die danach? Ich glaube, das war die danach. Also 20 ist auf jeden Fall sehr geil. Wo ich dann so verbuggt war. Da war ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, 20 oder so. Ach, ich bin schon wieder schneller unterwegs, ne? Naja. Aber je schneller ich da bin, desto schneller kann ich da Autos looten. Ja, hoffen wir, dass es sich ausgeht, nicht, dass es dann runterwandert. Ja, wir haben ja dann immer noch 3 Minuten Zeit und da ist garantiert ein Auto. Also haben wir insgesamt jetzt noch 9 Minuten Zeit dahin zu kommen. Ja, das müsste klappen. Ja, also wenn sich das nicht ausgeht, dann weiß ich nicht. Wir sind schon E2. Wir sind also, glaube ich, sogar schon safe hier. Quasi. Und wir sind G2 losgelaufen. Und da war 2 Minuten oder was? Also sind hier 2 Felder schon gekommen. Und dann hier nur noch D, C, B. Ja, mit C wird ein bisschen schwer mit dem Berg, aber sonst ist alles easy. Da steht auch schon ein Pickup, ich sehe den von hier. Sehr glaub gut. Ich jedenfalls. Oder? Ja, sieht glaube ich so aus. Also einer ist mindestens da. Schon mal nice, ne? Hat man schon mal mindestens ein Auto. Und das Gas ist auch gleich am Rand. Wir haben es also genau zeitlich easy. Ja, perfekt. Dann können wir noch ganz entspannt oben looten fahren. Also ein Pickup, 2 Pickups. Aber wir müssen gar nicht so weit, oder? Können wir sogar oben bleiben? Ich glaube, wir können... Ne, ein bisschen runter müssen wir dann.
Nee, hab noch nicht geguckt. Ich komm dir mal entgegengefahren. Hol dich mal ab, damit wir kurz hoch können. Heißes Pflaster hier mit den Hücken. Nee. Nein, spaziert. Zur Not stehen oben bestimmt auch noch Autos und hier unten steht ja auch noch ein Picker. Muss mal gerade so tun, als wäre ich nicht da, damit meine Schwester nicht reinkommt. Weil ich gerade aufnehme und sie anklopft, weil sie gerade wieder da ist. Ich nehme auf. Geh. Guck, da steht noch ein Pickup. Nehmen wir gleich den zum Wegfahren. Ja. Passt. Ich gehe mal nach hinten. Ja. Erster. Oh, da ist ein Jeep auch. Ah, nice, dann nehmen wir den Jeep. Ich hoffe, hier eine Karte. Hier ist nichts. Gar nichts? Ne. Nicht einmal irgendetwas. Ja. Ich komme auch einmal zu dir rein. Das? Da ist eine AK. Hier. Wo? Da. Hier. Da. Oha. Nice. Best Weapon in Game. Was ist das? Na ja. Ah, nehme ich die Moon. Hier liegt noch Shotgun Moon. Du hast noch nicht so viel. Ich habe mehr. So. Auf dem Balkon. Weg. Okay. Auf dem Balkon liegt noch Shotgun Moon. Wir sollten dann aber gleich auch los. Wo war der Jeep? Beim hinteren Haus. Okay. Hinterm Haus, okay. Dann fahre ich den schon mal nach vorne. Ja. Ach, wir haben aus dem. Nimm mal aus dem anderen Pickup noch schnell die Benzin raus. Sparkplugs brauchst du gar nicht. Aus dem. Ach, ich bin schon. Ach ja, nimm du. Egal. Die habe ich auch gleich. Also, es war in, ja, war in beiden drin. Nee, nee, aber in beiden war Benzin. War auch, ja, ja. Okay. Das wusste ich nicht, das an dem anderen Pickup auch nur. Ich dachte, ich hätte es genommen. Kommen wir mal kurz entgegen des Dings. Wir sind der Badass. Hm. Und jetzt runter, ne? Genau. Schnell, schnell, schnell. Also, B3 ist immer auf jeden Fall safe. Ah ja, wir haben ja eh genug Benzin, wie ist das? Ja. Geht sich schon aus. Auf jeden Fall. Map gucken, alles easy. Nur bitte, sind wir schon B3. Jetzt sind wir schon safe, ja. Lop. Wie viele sind es noch? Ich hab schon lange nicht mehr gesehen. 23, ja. Und ich hab eine AK. Hm, ja, okay. Okay, jetzt gleich kommt schon neue Saves an. Das ging schnell, oder? Okay. Ja. Hier oben bleiben, bisschen nach oben fahren noch ruhig. Einfach damit wir das Gefühl haben, safe zu sein. Hier kommt eh keiner hin hier oben. Nö, da auf keinen Fall. Ganz entspannt stehen bleiben. Oh, kommt das Gas oder kommt es nicht? Ja, ich sehe es im Hintergrund schon, aber es passt. Aber jetzt müssen wir eh los. Ja. Süd, die Schneise hinein. Ne? Südöstlich war das, ja, ne? C4, 5. Und dann fahren wir da so hin. Ups. Sorry. Müssen wir eigentlich gleich nette Büsche suchen, das Auto in einstellen und uns in die anderen hocken. Ja. Das habe ich in letzter Zeit oft so gemacht.
War immer sehr erfolgsversprechend, auch wenn nie einer kam. Aber hey, ich habe nicht verloren. Ja, gerade hier wäre schon das Gas, weil da so eine Meldung kam. Ja. Was ist denn hier? Müssen wir echt auf dem Berg so ein Stück? Ah, ja. Ja, ein kleines bisschen. Wobei wir hier, glaube ich, auch schon safe sind. Ja, aber hier ist halt nichts, wo man sich verstecken kann, ne? Oder hier die Büsche, die sind halt kacke, ne? Da vorne ist er. Da sind mehrere. Guck, stellen wir das Auto hier hin, meinetwegen. Und gehen dann hier hinten irgendwo hin. Weißt du, sollen die das Auto klauen? Keine Ahnung. Schießen wir die halt ab? Ja. Nee, die Büsche sind kacke gerendert. Ja, die sind ein bisschen blöd, so. Man kann theoretisch, wenn man einen Kack-PC hat. Warte, Schüsse sind hinter dir, Südwesten. Ich wurde getroffen. Die müssen vom Berg oben schießen. Ja, ich wurde getroffen, einmal. Nochmal. Aber ich sehe nichts. Muss hinterm Baum gehen oder so. Wurde zweimal getroffen. Ja, ja. Ah, oben am Berg. Nordost. Okay. Der ist jetzt hinter. Jetzt hinterm Baum. Ja. Nordost ist er noch immer. Ja, soll der da bleiben, ne? Meine Güte. Oh, der trifft mich. Ja, dann komm auch hinterm Baum. Unter welchem bist du? Hier hin. Ah, boah, ich verbinde mich mal. Bin von dir süd-südwestlich. Gut, dass ich dir ein First Aid Kit gegeben habe. Ja, ich mach's im Moment noch mit Bandagen. Ich mach jetzt 3 Bandagen. Okay. Ich war auf 38% oder so runter. Dann pfeife ich mir so. Er kommt jetzt Ost-Nordost. Ost-Nordost? Ja, Ost-Nordost bei den roten Bäumen. Nee, ich sehe den noch nicht. Ich schieße mal. Nein, ne? Er hat mich schon wieder getroffen. Du hast getroffen, der ist tot. Echt? Oben killt bei Eiffel. Aber da oben ist scheinbar noch einer. Ja, ja, aber ich lauf nicht hin, Nee, nee, alles gut. Wir bleiben da. Du verbindest dich noch ein bisschen, wenn du wieder getroffen wurdest. Hinter irgendwo uns sind Schüsse. Südwestlich. Ja, ich habe hier hinter mir zum Glück auch direkt einen Baum. Aber südwestlich ist kacke. Aber da ist ein Busch, da oben sind aber welche. Ich sehe die. Hab gerade einen gesehen. 6, ne? So, ich bin bei 91%. Eine Bandage nehme ich noch. First Aid Kit hebe ich mir auf. Eine. Ja, ja, passt. Ich glaub, warte mal nach. Wo bist du jetzt bei mir? Südwestlich oder so? Südsüdöstlich oder so. Südsüdöstlich, okay. Na, du bist da vorne irgendwo. Ich bin so offen hier, das gefällt mir gar nicht. 2 Minuten neues Gas. Süd. Könnte passen. Meinst du? Ja, ja, wir sind genau in der Schneise. Zwischen den Bergen. Aber wir müssen möglichst. Vielleicht ein bisschen westlich? Westlich. Wo ist denn hier Westen? Aber da. Es müsste eigentlich passen. Eigentlich muss passen. Ich gehe mal. Wo bist denn du jetzt? Ich weiß da vorne. Ich sehe dich. Wo du bist? Du bist nord-nordöstlich von mir. Also bin ich süd-südwestlich. Ah, hier unten. Okay. Ja. Ich sehe dich ja. Dann können wir ein bisschen weiterlaufen mit den Büschen. Mit den Bäumen ist es dann ganz in Ordnung. Vielleicht. Auf das Flugzeug aufpassen. Vielleicht hier oder so. Was? Ah, es ist auch schwierig. Aber hier ist auch schon das Gas. Da unten ist das Gas doch erst. Ja, ja. Hier die Bäume sind, glaube ich, safe. Noch. Frage ist, kommt von da unten was oder nicht? Das ist halt problematisch so ein bisschen. Deswegen eher hier so irgendwo. Ja. Hier ist ein guter Baum, finde ich. Also der ist dick, wo ich bin. Ah, du läufst da. Ja, passt. Mit Angst, dass hier von der Seite was kommt, die ist da. Ja, es ist schwierig, es ist. Ja, wir hocken hier an der Kackstelle und ich haben glaub, das Auto da gelassen. Ich glaube fast, das nordöstlich oder sowas. Ja, deswegen gucke ich da auch so in die Richtung so ein bisschen, aber keine Ahnung.
Wenn das Gas kommt, laufen wir in der entgegengesetzten Richtung vom Gas, ne? Ist ja klar. Flugzeug ist weit weg, das ist sehr gut. Weit genug weg. Passt. Wie viele sind es noch? 6. Also 4 Leute noch killen. Ja. Einen haben wir schon. Also hast du. Alterweise. Ich schaue die ganze Zeit Nordost. Ja, ich guck auch so irgendwo da so hin, weil hinter mir. Ja, wenn der kommt, ist also direkt hinter mir kann eh nichts sein. Und wenn, dann höre ich ihn, wenn er hinter mir kommt, weil ich direkt bei diesem Gupf bin. Ja, wenn hinter mir einer kommt, ist auch schon zu spät eigentlich. Für mich. Ja. Weil dann ist der direkt hinter mir, weil da so eine Erhöhung ist. Und man sieht mich nur, wenn man da. Aber Wahnsinn, dass ich den noch erwischt habe. Der muss relativ gut gesessen haben. Headshot vom, was weiß ich, gedrückt. Und dann hat's halt gepasst, ne? Ist so ruhig, das wundert mich immer. Ja. Da denke ich immer, ich wäre nicht safe, weißt du, wenn so ruhig ist. Das wäre ein Hammer, wenn die AR-15 so ein Akkok-Visier oder irgend sowas hätte. Night Vision, hier Dings, hier Farm, denkst du, ja, von so, COD, ja. Sich da immer. So ein Thermalvisier oder sowas. Genau, Thermal, so heißt es. Kam gerade nicht drauf. Ne? okay. Rauf müssen wir. Nordöstlich. Also nordöstlich würde ich vielleicht gehen. Also nordöstlich. Mhm. Da oben steht ein Auto. Wo? Ah, ne, oder? Nee, das war. Alter, das sah genauso aus. Wow. Unser Auto ist explodiert jetzt, glaube ich. Kann sein, ja. Das mit den Büschen hier sah genauso aus. Das heißt, unter uns könnte es theoretisch gut möglich sein, dass unter uns jemand ist. Okay. Aber ich glaube, wir müssen noch weiter hier rüber. Das kann sein. Problem ist, hier ist auch Gas, hier ist auch Gas. Vielleicht hier bleiben. Hier, der Baum ist safe. Ja, ja, der ist. Ich schaue, ob ich hier auch noch safe bin. Boah, ich bin genau an der Grenze. Aber da muss ich dann nachher sicher weg. Muss ja aufpassen, wenn das Gas kommt. Ja, ja. Aber ich kann einmal abwarten. Ich weiß aber nicht, ob wir schon safe sind. Das nicht. Ich glaube noch, dass wir noch weiter östlich. Weiter östlich. Ja. Die sind auf jeden Fall alle östlich. Schießen die sich gegenseitig ab, das passt. Die sollen sich mal gegenseitig abknallen da unten. Solange die ballern, ist alles gut. Hier das Flugzeug nicht, das ist wieder so ein Ding, ja. Weil wenn das Flugzeug jetzt zum Beispiel genau über uns wäre, wissen wir, wir sind so 5 noch. Ich dachte gerade, du bist abgeknallt, das wäre kacke gewesen. 5 noch. Wenn da jetzt kein Team mehr dabei ist, können wir das echt. Aber wir müssen diesmal zusammen drauf gehen, nicht wieder einzeln, wie beim letzten Mal. Ja. Ich erinnere mich noch genau an das letzte das, Mal. Das ist noch gut im Gedächtnis. Das ist so kaputt einfach. Das war echt eine Niederlage. Ja. Auf jeden Fall gemeinsam drauf gehen. Nicht irgendwas alleine. Ich weiß nicht, soll ich schon ein Ding machen? First Aid Kit? Nee, brauchst du gar nicht. Du kannst aber die sind noch, vom Garten. Die sind alle süd-südöstlich. 4 noch. 4 noch. Das könnte jetzt ein Team sein. Und jetzt ist die Frage, ob das Gas kommt. Bei mir wird es sehr eng. Ich gehe lieber zu dir. Ja, komm zu mir. Das passt dann. Aber das Gas kommt auch hier, glaube ich, hin. Geh mal hier einen Busch weiter. Okay, so ein bisschen runter. Ich glaube aber hier passt's. Hoffentlich. Da unten sind noch so Büsche, da sind garantiert wieder welche. Ich habe das in der gestrigen Folge, vorgestern, habe ich das auch gedacht in der Folge, da wo ich Erster wurde. Und dann gehe ich da hin, gucke in den Busch, sehe so eine Hand oder so und schieße einfach. Oh. Und dann war ich Erster. Ich habe den fast gar nicht gesehen. Ja, instinktiv handeln, das ist. Ja. Und der hat mich, keine Ahnung, ob der mich nicht gesehen hat oder von hinten, keine Ahnung. Okay, wir sind. Wir könnten safe sein. Ich weiß nicht, ein bisschen weiter rüber, vielleicht noch nach Westen. Nordwesten wieder so. Mhm. Schauen wir, dass wir zumindest die ersten sehen. Warte, hier ist Gas. Hier ist Gas. Hier ist Gas, okay. Dann hier, an dem Baum. Welchen? Wo bist du? Hier, wo ich bin. Hier oben. Hier oben. Ja, hier passt. Ich vermute, dass die Bandage, von unten damit kommen. Ich wieder auf 100% bin. Ja, sollen die kommen. Wenn die kein Team sind, dann knallen die sich erstmal gegenseitig ab.
glaube, hinhocken werde ich mich jetzt auch nicht mehr, weil das ist zu viel Zeit, die man vergeudet, um aufzustehen. Vergeudet man eine Zeit? Weiß ich nicht. Ja, wurscht, wenn man läuft. Wenn man läuft, ist man sowieso dann wieder. Naja, wenn man Gas gibt, ist man sowieso direkt wieder. Richtig. Oh, das ist jetzt richtig knapp. Aber ich glaube, wir haben eine gute Position. Das wäre so lustig, wäre der jetzt von uns gebannt worden, von unserem Server. Aber ja, ich glaube nicht. Ja. Das wäre aber mal ein Highlight. Das müsstest du mal abfilmen. Eine Bannmeldung und dann auch noch eins weniger. Das wäre nice, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Vielleicht ist es ja sogar einer weniger und das wird einfach nicht angezeigt. Ne? Ja. Weißt du, kann ja sein, dass jetzt sein Teammate gerade gebannt wurde und danach er und dann sind wir so die Gewinner und checken das gar nicht. 30 oh Sekunden. Gott, das ist so knapp. Ja, sind halt wieder nur noch zwei Leute, ne? Das ist halt wieder so Kacke. Und wenn das ein Team ist, ne? Weil wurde schon lange nicht mehr geballert. Also entweder haben die sich nicht gesehen oder das ist ein Team. Anders kann ich es mir nicht erklären. 10 Sekunden. Und wir, also ich glaube, wir sind safe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe auch bei den Safe Zones teilweise schon gedacht, ich wäre komplett safe. Ja. Mir wird nichts passieren und dann war ich voll in der Safe Zone, in dem Gas. Ja, wenn, dann würde ich hier. Ah, es kommt, kommt, kommt. Ja? Ein bisschen runterlaufen, okay, zu dem. Oh, ja. Boah, das ist so ein kleiner Baum, so ein scheiß kleiner Baum. Ah, das passt, solange uns keiner sieht. Aber ich glaube, es passt im Moment. Ich könnte zum Baum gegenüber rechts von uns. Bleib mal noch hier, bleib mal noch hier. Alles gut. Du hast das quasi rechts vom Baum im Blick. Ich ist schon wieder da. Schon wieder da. Hier ist einer, hier. Wo? Nein, ich bin tot. Er ist tot. Unter dir, es ist einer da. Wo ist der, wo ist der? Der ist beim Baum bei dir, hinter dir. Nein! Ah, oh, verdammt! Fuck! Shit! GG, zweiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo, schaut auch bei Eifel vorbei. Bis dahin, ciao! Ciao!